Willkommen in der Info mit dem neuen Samsung Galaxy Tab 2 Wi-Fi hier. Und zwar ist das die 7.0 Version, nicht das aktuellste Tablet, aber es wird langsam immer günstiger und wir haben jetzt mittlerweile das Nexus, mit dem wir das direkt vergleichen können, denn der Preis liegt ungefähr gleich auf. Nur ist das Schöne bei dem Samsung Galaxy Tab 2.0, dass wir einen Micro-SD-Kartenleser drin haben. GPS ist natürlich auch drin und wir haben auch zwei Kameras drin und nicht nur eine. Leider ist das Display nur 1024x600 Pixel aufgelöst und wir haben auch nur einen 1 GHz Dual-Core-Prozessor drin, aber das sollte mehr als genug sein für die meisten Nutzer oder User, die das Gerät kaufen für ungefähr 200 Euro. So, wenn wir das Gerät aufmachen, seht ihr gleich oder die Box aufmachen, wir haben hier sofort hier das Tablet drin in der silbernen Variante, wie ihr erkennen könnt. Wir haben an der Seite einen Micro-SD-Kartenleser und ansonsten werdet ihr, wie ihr sehen könnt, wir haben hier auch noch drin ein paar schöne Geschichten, wie zum Beispiel natürlich ein kurzes Handbuch und das Netzteil. Das Netzteil ist Samsung-typisch hier so zum Zusammenbauen, denn es gibt natürlich noch verschiedene Länder, wo man das Netzteil hier kaufen kann und leider hat Samsung kein Micro-USB, sondern einen so speziellen Anschluss wie beim iPad hier erfunden. Damit man natürlich Zubehör besser verkaufen kann. Den Anschluss findet ihr gleich hier unten und hier seht ihr auch, wir haben zweimal noch Lautsprecher mit dabei. Der Micro-SD-Kartenleser, wie schon erwähnt, dann haben wir oben einen Kopfhöreranschluss und auf der anderen Seite haben wir Lautstärkeregler und den An- und Ausschalter. Ich schalte das Gerät jetzt auch mal an. Ihr seht, es fährt hoch. Die Folie werde ich jetzt mal drauf lassen, denn bei Mobilix hier wird das dann auch bald wieder verkauft. Es ist ein Gerät, das zurückgekommen ist nach einem ersten Ausliefern. Dann haben wir hinten die Kamera, die ich schon erwähnt habe, ohne Blitz leider, aber ansonsten fühlt sich das Gerät sehr leicht und wertig an. Und wie schon gesagt, ich habe hier das Asus Nexus 7.0, das, wie ihr sehen könnt, sogar ja, etwa gleich groß ist, vielleicht etwas höher. Ich halte es mal so hoch, dass ihr auch beide im Bild sehen könnt. So, da seht ihr ungefähr gleich eigentlich das Ganze. Und wenn ich sie aufeinander lege, dann merkt ihr auch, die sind auch eigentlich gleich dick und vom Gewicht her auch alles sehr ähnlich. Die Rückseite ist nur gummiert vom Nexus, was sich auch sehr gut anfühlt. Ansonsten hat das natürlich einen Tegra-Prozessor und das ist so ziemlich der einzige Unterschied. Und ja, wir lassen das jetzt Ganze mal auf Ungarisch. Ist ja eigentlich nicht so wichtig. Lassen hier alles aus. So, und dann werde ich euch gleich dann zeigen, wie schnell das Ganze ungefähr läuft. Müssen wir weiter klicken. Ihr kennt es bei Android schon, ihr müsst nicht unbedingt sofort alles gleich ausfüllen. Und dann haben wir hier die Android 4 Oberfläche mit TouchWiz, die noch langsam hochfahren muss. Und dann merkt ihr, nach einer Zeit wird das hier auch wieder schneller. Also das fühlt sich wirklich sehr gut an. Und das Einzige, was ich euch jetzt natürlich hier noch zeigen werde, ist, wie ungefähr die Kamera funktioniert. Und dann natürlich auch noch, wie gut die Tastatur funktioniert. Ihr könnt erkennen, das Bild ist wunderbar scharf, schnell und die Farben sind auch okay. Und dann haben wir natürlich noch eine Kamera auf der Vorderseite hier, die, wie ihr erkennen könnt, auch schnell genug ist, gut auflöst. Und dann haben wir hier natürlich noch, wie erwähnt, die Möglichkeit, auch was zu schreiben, bevor mein Akku von der Kamera leer geht. Hoffentlich kriege ich das jetzt noch schnell hin. Endevil. Funktioniert wunderbar schnell. Also ich habe nichts gegen das Tablet auszusetzen. Für 200 Euro und weniger ist das ein guter Kauf. Vor allem mit MicroSD ist es auch schöner weiterbar. Mein Name ist Balázs Gál mit Endevil TV. Das war hier das Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Tablet PC hier bei mobilex.eu.